Ein Passant wurde am Stade de France getötet. Dennoch scheinen die Sicherheitsleute durch die Kontrolle Schlimmeres im ausverkauften Stadion verhindert zu haben. Bei der Geiselnahme im Konzertsaal Bataclan hingegen wurden mindestens 80 Menschen getötet. Überlebende wie Benjamin und seine Frau können die Attentäter. Sie waren nicht vermummt, sprachen Französisch ohne Akzent. Einer sagte, ihr habt unsere Brüder in Syrien umgebracht und jetzt sind wir hier. Bei der Erstürmung des Bataclan hat die Polizei einen der Attentäter erschossen. Weitere hatten sich in die Luft gesprengt. Einer der Geiselnehmer wurde bereits identifiziert, ein 29-jähriger Franzose aus einem Ort südlich von Paris. Der Familienvater war ein polizeibekannter Kleinkrimineller. Fahnder suchen in ganz Europa nach Hintermännern. Noch ist unklar, wie viele Mittäter es gab. Der Staatsanwalt spricht von 7, der IS von 8. Diese Aufnahmen zeigen die Festnahme eines Verdächtigen an der belgisch-französischen Grenze. In Brüssel konnten 3 weitere Männer festgenommen werden. Mindestens einer von ihnen soll zuletzt nahe der Anschlagsorte gewesen sein. Es geht bei unseren Untersuchungen um ein Auto, das in Belgien angemietet und in Paris gefunden wurde, direkt im Umfeld der Konzerthalle Bataclan. Hinter den Anschlägen in Paris steckt die Terrormiliz Islamischer Staat. Am Morgen wurde östlich von Paris ein zweites Auto der Attentäter gefunden. Deshalb vermuten Ermittler, dass einem oder mehreren Terroristen die Flucht gelungen sei. Direkt weiter nach Paris zu Romy Straßenburg. Dort aktuell ist sie am Boulevard Voltaire, also nahe der Konzerthalle Bataclan. Romy, was sind die Neuigkeiten bei der Fahndung? Worauf müssen sich die Ermittler in diesen Stunden konzentrieren? Die Ermittler, die konzentrieren sich in diesen Stunden in der Tat auf diese beiden Autos, die gefunden wurden. Zum einen, wir haben es gehört, der Polo direkt vor dem Bataclan. Und das zweite Auto, also dieser schwarze Seat, der wurde gefunden in Montreuil. Das ist ein Vorort von Paris im Nordosten. Und dieses Auto, das wurde schon gefunden in der Nacht, dann abtransportiert am frühen Morgen. Und dieses Auto soll, das hat jetzt die AFP mittlerweile auch bestätigt, Waffen enthalten haben von dem gleichen Typ dieser Sturmwaffen, dieser Kalaschnikows, die auch die Attentäter bei sich geführt haben. Und nun geht es also darum, die Spur dieses Autos genauestens zu verfolgen, um dann Rückschlüsse darauf ziehen zu können, wer dieses Auto denn überhaupt von den Anschlagsorten dort nach Montreuil gefahren hat und ob dieserjenige oder vielleicht mehrere eben auf der Flucht sich befinden. Die zweite Spur, die führt zu dem französischen Attentäter, der identifiziert wurde, Omar Ismail Mustefai. Über den wissen wir immer mehr Details werden bekannt über seine Hintergründe. 7 Personen aus seinem Umfeld sitzen derzeit in Untersuchungshaft, darunter sein Vater, der Bruder und seine Frau. Und das heißt, es gibt schon Informationen darüber, dass er sehr oft in einer Moschee zugegen war, in einem Ort, der Lycée heißt, auch im Pariser Umland. Und dort beschreiben Leute, die französische Medien befragt haben, ihn aber als eher unauffällig. Insofern sind es diese beiden Spuren, also die Autos und der ausgemachte französische Attentäter, die jetzt den Ermittlern als heißeste Spur dienen. Romy Straßenburg, vielen Dank für diese weiteren Informationen. Vielen Dank nach Paris. Bis gleich wieder. Nach den ersten Festnahmen in Belgien scheint klar, auf der Suche nach den Hintermännern führt eine heiße Spur in unser Nachbarland. Und es ist nicht das erste Mal, dass Belgien auf der Karte des islamistischen Terrors auftaucht. Das Migrantenviertel Molenbeek in Brüssel, der Stadtteil, in dem es gestern den ersten Zugriff gibt. Bei einem Großeinsatz nimmt die Polizei 3 Verdächtige fest. Einer von ihnen soll am Abend der Anschläge in Paris gewesen sein. Belgien gilt als europäische Hochburg von Rückkehrern des syrischen Bürgerkriegs. In keinem anderen europäischen Land leben so viele Heimkehrer. Bis zu 400 belgische Muslime sollen in Syrien gekämpft haben. Bereits im Januar gelingt der Polizei ein Schlag gegen den Terror. Die Sicherheitsbehörden töten 2 mutmaßliche Gotteskrieger und verhaften 13 weitere. Sie sollen Anschläge vorbereitet haben. Ende Mai vergangenen Jahres ist das jüdische Museum in Brüssel Ziel eines Terroranschlags. Dort erschießt ein Mann ein israelisches Touristenpaar, eine Französin und einen Belgier. Der Täter, ein Franzose algerischer Abstammung, soll mehr als ein Jahr in Syrien an der Seite islamistischer Kämpfer verbracht haben. Der Attentäter wird eine Woche später in Frankreich gefasst. Die Zusammenarbeit von französischen und belgischen Terroristenfahndern wird nun also auf eine neue Probe gestellt.
ja, mutmaßliche Drahtzieher und Attentäter aus Belgien. Und wir blicken immer wieder nach Frankreich. Bei mir Antonia Rados, die in Paris lebt. Und beachtenswert die Worte von François Hollande, der sagt, wir sind im Krieg. Und natürlich schwebt im Hintergrund die Diskussion, wann kommt eventuell der Bündnisfall, wann muss Deutschland vielleicht anders agieren in dieser Krise. Was meint er denn mit diesen Worten? Nun, der französische Präsident steht unter enormem Druck. Er hat in diesem Jahr zwei Anschläge. Er ist Präsident eines Landes, das in der Krise ist. Es ist ihm nicht gelungen, die schwere Wirtschaftskrise und die soziale Krise in Frankreich in irgendeiner Form zu bewältigen. In 3 Wochen stehen Regionalwahlen an. Die rechtsextreme Front National von Marine Le Pen hat sehr gute Umfragen. Es gibt immer wieder Spannungen in den Vororten mit der muslimischen Minderheit. Dort herrscht eine große Arbeitslosigkeit. Die Geschichte zwischen den Muslimen und in Frankreich ist eine sehr gespannte, widersprüchliche und leidensvolle Geschichte. Ein Präsident also in einem Land, das schockiert ist durch diesen zweiten Anschlag. Er hat starke Worte gefunden, aber es gibt viele in Frankreich heute, die beginnen ihn zu kritisieren und sagen, das ist ein Terroranschlag und man muss ihn auch als solchen nehmen und nicht vom Krieg sprechen. Und Frankreich wird weiter zusammenhalten und totale Sicherheit gibt es eben auch nicht. Das wünschen sich natürlich alle. Auch gerade nach dem zweiten Anschlag, Charlie Hebdo, jetzt Paris mit diesen verheerenden Auswirkungen, so viele Tote. Jetzt die Sicherheitsmaßnahmen, geben Sie uns doch einen Ausblick auf die kommenden Tage. Wie wird das Gefühl sein, in dieser Metropole zu leben, wie eingeschränkt eventuell auch? Nun, im Moment ist man insofern eingeschränkt, dass es einen Ausnahmezustand gibt. Das wird in Frankreich sehr selten ausgerufen. 2005 war es das letzte Mal, als es Unruhen in den Vororten gab. Und das hieß vor allem, dass die Polizei Versammlungsverbot verhängt, heißt, dass man Menschenansammlungen vermeidet. Diesmal natürlich, um den Terroristen keine Möglichkeit zu geben, weitere Opfer zu suchen und zu finden. Insofern ist das Leben eingeschränkt. Auf der anderen Seite sind die Franzosen nach Charlie Hebdo auch auf die Straße gegangen, haben massenhaft demonstriert damals, gesagt, wir sind alle Charlie Hebdo, wir sind alle Charlie. Das ist eine Europabewegung. Erwarten Sie solche Kundgebungen auch in den nächsten Tagen? Ich glaube, das wird es nicht geben. Es gibt heute einen Gottesdienst in Notre Dame. Also eine symbolische Geste, aber ich glaube, in den nächsten Tagen wird sich Frankreich darauf besinnen und auf die Tatsache zurückblicken, dass wir in einem Zustand sind, der sehr kritisch ist und Massendemonstrationen oder Massensolidaritätskundgebungen wird es nicht geben. Die französische Nation läuft im Moment Gefahr, doch gespalten zu werden in dieser Frage, wie diesen Terrorismus bekämpfen, wie geht man mit der muslimischen Minderheit um. Und muss man nicht aufpassen, auch die Frage stellen sich natürlich auch viele, dass man die Gesamtheit der islamischen Gemeinde und der muslimischen Gemeinde in Frankreich und in Europa nicht an den Pranger stellt. Wichtig natürlich die Frage, dass man oder die Tatsache, dass man die Freiheit, die wir alle hier genießen, nicht preisgibt. Ich danke Ihnen, Antonia Rados, für den Moment. Wir werden weiter diese Thematik vertiefen. Liebe Zuschauer, jetzt sehen wir auch gleich weitere Bilder von dem, was uns in Frankreich so sehr beschäftigt hat. Französische Ermittler haben ja dann noch ein zweites Auto der Attentäter von Paris östlich der französischen Hauptstadt gefunden. Nach Einschätzung der Ermittler bedeutet dies, dass einem der drei Terrorkommandos oder auch Hintermännern die Flucht gelungen sei. Das berichtet ein französischer Sender und im Januar erst Charlie Hebdo. Wir erinnern uns jetzt diese Anschlagsserie. Man fragt sich, warum immer wieder Frankreich, wir haben Antworten gesucht. Es sind Männer wie Mohamed Merah, die in Frankreich Terror und Angst verbreiten. Als die Polizei im März 2012 die Wohnung des 23-jährigen Franzosen mit algerischen Wurzeln in Toulouse stürmt, hat Merah zuvor bereits 3 Soldaten, 3 jüdische Kinder und einen Rabbiner getötet. 2 Jahre später will Mehdi Nemouch, ebenfalls Algerien-Franzose, die Tat Merahs, Zitat, 5-mal übertreffen. Er plant einen Anschlag am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag. Weil die Sicherheitsvorkehrungen da aber zu groß sind, geht er nach Brüssel, erschießt dort im jüdischen Museum 4 Menschen. Später wird er in Marseille gefasst. Und natürlich Charlie Hebdo. Das Attentat auf die Redaktion der Satirezeitschrift in Paris schockt nicht nur die Franzosen. Weltweit solidarisieren sich Millionen Menschen mit den Opfern und fragen sich, warum immer wieder Frankreich. In keinem anderen europäischen Land
sind so viele muslimische Einwanderer dermaßen an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden. Die Situation ist völlig anders in Deutschland, auch anders als in Großbritannien. Das heißt nicht, dass es Anschläge dieser Art nicht auch in Deutschland geben könnte. Aber Frankreich hat ein spezifisches Problem, die Nicht-Integration der vielen nordafrikanischen Einwanderer. Etwa 5,7 Millionen Muslime gibt es in Frankreich. Bei 60 Millionen Einwohnern sind das etwa 9% der Gesamtbevölkerung. Hunderttausende, gerade junge Muslime, leben in den tristen Vororten der Großstädte. Arbeits- und perspektivlos fühlen sich viele ausgegrenzt. Das kann ein Nährboden sein für Extremismus, für Menschen, die einfache Antworten bieten in einer komplexen Welt. Ich glaube, dass viele der Einwanderer nicht glücklich sind über die französische und die europäische Politik insgesamt gegenüber den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens. Das alles rechtfertigt natürlich nicht den Weg in Richtung Terrorismus. Aber wenn ich sowieso schon auf Krawall gebürstet bin oder mich entfremdet fühle, dann mag das zusätzlich dazu beitragen, zu sagen, die rote Linie ist überschritten und ich räche mich jetzt an der Gesellschaft, in der ich lebe, indem ich einen solchen Terroranschlag verübe. Die Motive der Terroristen sind stets die gleichen. Der französische Einsatz gegen den IS in Syrien oder das Engagement des Landes in Mali gegen islamistische Extremisten. Das französische Innenministerium schätzt, dass es inzwischen 600 sehr ernstzunehmende Fälle radikalisierter Muslime in Frankreich gibt. Bis zu 5000 sollen demnach mit dem selbsternannten Heiligen Krieg liebäugeln. Bis auf eine Ausnahme waren alle Attentäter, die in den vergangenen Monaten und Jahren Anschläge verübt haben, den französischen Geheimdiensten bekannt. In den Akten wurden sie eindeutig als Staatsfeinde geführt, trotzdem fielen sie mit der Zeit durch die Maschen des Überwachungsnetzes. Es ist schwierig, wenn eine kleine Gruppe von Leuten, 8, 10, 12, 20 Leute, sich finden, auf welche Art und Weise auch immer, auf intelligente Art und Weise miteinander kommunizieren, nämlich unter Ausschluss aller elektronischer Medien. Wenn das wirklich eine verschworene Truppe ist, dann ist dagegen kein Kraut gewachsen. Die Suche nach einer absoluten Sicherheit ist menschlich verständlich, aber in der Wirklichkeit, in der Realität nicht zu haben. Das hat Frankreich wieder erleben müssen. Noch schlimmer, es wird sehr wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, wir sind im Krieg, sagt die französische Regierung, fragen an den Außenexperten Michael Lüders. Welche Antworten wird Frankreich auf diese Terrorserie finden? Der Kampf gegen den IS wird sicherlich weitergehen. Setzt sich Frankreich weiter der Gefahr um Leib und Leben seiner Landsleute aus? Das muss man wohl befürchten. Vor allem aber stellt sich die Frage, wie sinnvoll eigentlich diese Kriegsrhetorik der französischen Regierung ist. Emotional mag sie verständlich sein. Aber man hätte ja eigentlich auch aus den Fehlern der USA lernen können, die nach 9/11 nun auch diesen Weg des Krieges gegen den Terror gegangen sind. Das Ergebnis ist bekannt. Es hat zu Regimewechseln in Afghanistan, in Irak geführt und zum Erstarken von terroristischen Bewegungen wie dem Islamischen Staat. Ich finde, dass die Norweger da doch den besseren Weg gegangen sind nach den Terroranschlägen von Anders Breivik. Sie haben sich in gewisser Weise ihre Gelassenheit, ihre Art und Weise zu leben, nicht nehmen lassen. Und dass diese unaufgeregte Variante scheint mir der sinnvollere Weg zu sein, jetzt in den Krieg zu ziehen. Gegen wen denn? Die Franzosen werden jetzt verstärkt bombardieren. In Syrien, im Irak kann man machen. Aber das löst natürlich das grundlegende Problem nicht. Der Islamische Staat ist ein Phänomen mit vielen Motiven, außen- wie innenpolitisch. Und hier muss man Ursachenforschung betreiben. Wie kann es sein, dass so viele radikalisierte Muslime in Europa und anderswo existieren und töten wollen? Da an diese Fragen muss man rangehen. Und das sind schmerzhafte Fragen, die auch unsere eigene Identität berühren. Und die Frage, wie wir mit unseren Einwanderern umgehen und umgegangen sind in den vergangenen Jahrzehnten. Falls es aber so ist, dass Frankreich bei der jetzigen Terminologie bleibt und es kommt zum sogenannten Bündnisfall, wir erinnern uns an die Situation nach 9/11, da hat Amerika diesen Bündnisfall eben ausgesprochen als Szenario, das dann Wirklichkeit wurde. Was wäre das für ein Szenario, auch insbesondere mit Blick auf uns Deutsche? Naja, diesen Bündnisfall wird es nicht geben. Das alles sind jetzt erst einmal übersteigerte Solidaritätserklärungen mit Frankreich und mit der Regierung in Paris. Das ist alles politisch und menschlich zunächst einmal legitim und auch verständlich. Aber was soll denn der Bündnisfall bewirken? Gegen wen will die NATO denn Krieg führen? Das ist doch Unsinn. Es handelt sich ja beim Islamischen Staat nicht von einem äußeren Feind, um eine Organisation. Einen äußeren Feind, aber dann müsste man ja massiv vorrücken gegen die Stellungen des Islamischen Staates in Syrien, im Irak. Also genau das tun, was die Amerikaner aus gutem Grund vermieden haben in den letzten Jahren.
Will man diesen Fehler begehen und sich in einen Bodenkrieg begeben, der nicht zu gewinnen ist? Die Amerikaner haben aus gutem Grund die Finger davon gelassen. Man kann denjenigen, die hier Entscheidungen zu treffen haben, innerhalb der NATO nur wünschen, dass sie aus dieser amerikanischen Haltung auch lernen. Ansonsten kommen wir in ein sehr schwieriges Fahrwasser, denn der Krieg gegen den Terror ist militärisch nicht zu gewinnen. Wie denn sonst, Herr Lüders, wie wäre er denn zu gewinnen? Mit guter Ansprache sehen wir ja auch, kommen wir da nicht weit. Das sind immer wieder die militärischen Mittel, die vielleicht hier und da immerhin zu Erfolgen führen. Den Islamischen Staat zu bekämpfen, ist eine sehr ernste Herausforderung, die nicht von jetzt und gleich zu bewerkstelligen ist. Es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Das hat außenpolitische Aspekte. War es sinnvoll, mit westlichen Militärinterventionen die Staaten in der Region zu destabilisieren, zum Zusammenbruch zu bringen? Das ist ja das Ergebnis, was am Ende dann den Islamischen Staat geschaffen hat nach dem Zerfall des Zentralstaates Irak im Zuge des Sturzes von Saddam Hussein. Es gibt ja also eine außenpolitische Komponente, aber eben auch eine innenpolitische. Die Frage eben, wie halten wir es mit unseren muslimischen Zuwanderern? Wollen wir sie wirklich annehmen als gleichberechtigte Mitbürger? Oder soll die Islamophobie, die Ablehnung, der Hass auf den Islam auch weiterhin die Gesellschaft vergiften? Das alles sind Fragen, die müssen wir diskutieren. Vielen Dank. Herr Lüders, vielen Dank, dass Sie für uns da Rede und Antwort standen heute. Und jetzt sehen wir, liebe Zuschauer, ein Live-Bild aus Frankreich, aus Paris. Der Premierminister Frankreichs, Valls, spricht und äußert sich zu der Sicherheitslage im Land, zu den Fahndungen. Es sind Gesichter, es sind Leben, es sind junge Leute, die einen schönen Abend verbringen wollten in einem Café, in einem Konzert. Und wir müssen die Opfer jetzt begleiten, in unsere Mitte nehmen. Wir müssen sie trösten, wir müssen solidarisch mit ihnen sein. Wir müssen sie begleiten. Vielen Dank. Also ganz kurz eben diese Stellungnahme vom Premierminister Valls, der natürlich auch über die Opfer spricht. Über die sprechen wir heute auch. Und blicken auch jetzt nach Deutschland zu den Auswirkungen, die der Terror von Paris auch bei uns hat. Verfassungsschutz und BND stellen hunderte neue Mitarbeiter ein. Sie sollen sich unter anderem der Terrorbekämpfung widmen, aber auch dem Rechtsextremismus, der den Behörden zunehmend Sorgen bereitet. Als Reaktion auf die Anschlagsserie in Paris beschloss die Bundesregierung zudem, die Sicherheitsvorkehrungen deutlich zu verschärfen. Krisentreffen der Minister im Kanzleramt, Samstagnachmittag. Die Sicherheitslage in Deutschland, in Europa wird besprochen. Erste Maßnahmen bekannt gegeben. Dazu gehört im Moment insbesondere die verstärkte Präsenz und die Kontrolle des Zug- und Flugverkehrs von und nach Frankreich durch die Bundespolizei. Die Lage ist ernst, aber ich möchte keine Abstufungen machen und sagen, jetzt heute ist die Gefahr etwas kleiner und morgen ist sie etwas größer. Sie bleibt hoch, diese Gefährdungslage. Wer mag, kann beten. Ich tue es. Erhöhte Alarmbereitschaft bei der Polizei im ganzen Bundesgebiet. Besonders französische Einrichtungen, wie hier die Botschaft in Berlin, werden streng bewacht. Bürger in ganz Deutschland nicht nur in Trauer, sondern auch besorgt. Man weiß nie, kann er das nicht selber treffen oder wie weit sind wir jetzt eigentlich von der Gefahr entfernt? Weil das schon ein Angriff gegen unsere Freiheit, also unser Leben hier in Freiheit, in einer freiheitlichen Gesellschaft. Im Auswärtigen Amt richtet sich hinter Panzertüren der Krisenstab ein. Alle Informationen werden hier gebündelt und weitergeleitet. Der Islamische Staat hat sich zu den Anschlägen bekannt. Jetzt weiß man, wozu er in Europa fähig ist. Wir kämpfen gegen religiöse Fanatiker, die bereit sind, ihr Leben zu opfern, um andere zu ermorden, die völlig hemmungslos sind in ihrer Tatausführung. Den Terroristen kommt es nur darauf an, möglichst viele Menschen zu treffen, möglichst hohe Opferzahlen. Wer die Opfer sind, ist den Terroristen völlig egal. Das macht sie so gefährlich. Am Samstagvormittag tritt der bayerische Ministerpräsident vor die Kameras, fordert neue Maßnahmen. Zu diesen zusätzlichen Sicherheitserfordernissen gehört auch eine stärkere Kontrolle der europäischen Außengrenzen, aber auch unserer nationalen Grenzen. Nachdem wir ja sehr viel Zuwanderung in unser Land haben, müssen wir auch überlegen, wie wir noch schaffen können, dass
Wir wissen, wer bei uns im Lande ist, wer bei uns durchs Land fährt. Erst am 5. November geht ein Mann aus Montenegro mit seinem Wagen in Rosenheim Fahndern ins Netz. Nach der Auswertung seines Navigationssystems war er auf dem Weg nach Paris. Und bei der genauen Untersuchung des Fahrzeugs ist dann ein richtiges Waffenarsenal aufgetaucht. Es wurden mehrere Maschinenpistolen gefunden, Revolver gefunden, Pistolen gefunden, aber auch zwei Handgranaten und Sprengstoff. Die Lage in ganz Europa angespannt. Am Londoner Flughafen Gatwick wird Samstag ein Mann mit Schusswaffe festgenommen. Ein Terminal muss evakuiert werden. Tausende Passagiere sitzen fest. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol wird ein Airbus nach einer Terrordrohung geräumt. Und auch in Belgien haben schwer bewaffnete Polizisten Wohnungen in Brüssel durchsucht. Mehrere Personen wurden festgenommen. Angeblich soll ein Mietwagen aus der belgischen Hauptstadt bei dem Attentat benutzt worden sein. In Deutschland wird an der französischen Grenze seit Samstag früh patrouilliert. Eine der ersten Maßnahmen nach den Terroranschlägen in Paris. In welcher Gefahr muss ich auch die Hauptstadt sehen? Dazu möchte ich jetzt begrüßen den Berliner Innensenator Frank Henkel. Herr Henkel, was bedeutet das alles konkret für die Berliner, für das Regierungsviertel, aber auch für die Orte, an denen die Berliner gerne verweilen? Das bedeutet zunächst, dass wir ja bereits in der Nacht von Freitag zu Samstag unsere Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere vor französischen Einrichtungen, noch einmal hochgefahren haben. Die Vorkehrungen in der Hauptstadt sind insgesamt auf einem hohen Niveau, weil sich Deutschland natürlich auch im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus bewegt und wir es immer mit einer abstrakten Gefährdung hier in unserem Land und auch in der Stadt Berlin zu tun haben. Aber es gibt Gott sei Dank keine konkreten Hinweise auf ein Anschlagsziel etwa in Berlin. Herr Henkel, einer der Attentäter wollte ins Stadion in Paris. Das Ziel, das Freundschaftsspiel Frankreich-Deutschland. Und wenn wir doch mal konkret ans nächste Hertha-Spiel am kommenden Wochenende im Olympiastadion denken, werden Sie sich dafür besonders wappnen müssen, etwa zum Beispiel Bodyscanner verstärkt Thema werden? Das ist derzeit noch kein Thema, aber natürlich werden wir die Sicherheitsmaßnahmen auch bei Großereignissen verstärken. Dazu zählen etwa Fußballspiele, das von Ihnen erwähnte zum Beispiel. Dazu zählt aber auch, dass wir in der nächsten Woche ja die Eröffnung der Berliner Weihnachtsmärkte, von denen wir eine ganze Menge hier haben, auch zu bewerkstelligen haben. Das ist allerdings für die Berliner Polizei jetzt nicht die große Herausforderung. Ich erinnere mich, es gibt, glaube ich, fast jedes Jahr, jeweils seit ich Innensenator bin, immer irgendein Ereignis, was zu besonderer Vorsicht mahnt. Und insofern ist die Berliner Polizei auf solche Ereignisse auch eingestellt. Und wir werden uns diesmal auch sehr gut vorbereiten, dass die Berlinerinnen und Berliner keine Angst haben müssen, hier auf öffentlichen Plätzen aktiv zu werden. Wie viele sogenannte Gefährder halten sich denn in Berlin überhaupt auf? Sie werden verstehen, dass das etwas ist, was man nicht gerne auf dem offenen Markt trägt. Deshalb werde ich jetzt keine Zahlen nennen. Es gibt zwei Zahlen, die man nennen kann, weil sie in der öffentlichen Debatte sind. Paris hat, glaube ich, deutlich gezeigt, dass der islamistische Terrorismus die größte Bedrohung unserer Gesellschaft ist. Die Terroristen hassen unsere Werte, sie hassen unsere Gesellschaft. Kurzum, sie hassen alles, was uns heilig ist, unsere Freiheit. Und wir haben hier in Berlin eine sehr lebendige salafistische Szene. Wir sprechen hier in Berlin von 670 Salafisten, die Hälfte davon gilt als gewaltbereit. Ja, die Radikalisierung von jungen Menschen dürfte eben auch in Berlin deshalb eine große Rolle spielen. Was kann die Stadt denn tun, um diese Menschen zu erreichen? Darüber haben wir uns viel Gedanken gemacht. Ich persönlich habe im Sommer dieses Jahres ein Deradikalisierungsnetzwerk ins Leben gerufen, wo ich mit einem privaten Träger, der jenseits von Polizei und Verfassungsschutz agiert, aber eine sehr hohe Expertise auf diesem Gebiet hat, mit dem ich zusammenarbeite, um genau dafür zu sorgen, dass junge Menschen, bevor sie in die Radikalisierung geraten, hier auch einen Ausstieg organisieren können. Dabei wollen wir Hilfestelle leisten und im Augenblick, nach etwa einem halben Jahr, kann ich sagen, das funktioniert ganz gut. Aber es gibt, und das ist in Ihrem Bericht davor ja deutlich geworden, es gibt eben nicht die absolute Sicherheit und insofern gibt es auch nicht die absolute Gewähr, dass all diese Maßnahmen, die wir ergreifen, am Ende auch nutzen. Aber Prävention ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Kampf gegen diesen Terrorismus.
Wie beurteilen Sie denn aktuell die Stimmung in Berlin, wenn Sie unterwegs sind? Sie haben es sicherlich angedeutet, alles wird getan, um für Sicherheit zu sorgen. Dennoch, auch für Sie persönlich, bedeutet das, was wir da in Paris erlebt haben, auch für Sie einen größeren Unsicherheitsfaktor? Werden Sie doch Warnungen aussprechen vor entsprechenden Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Weihnachtsmärkten, die Sie eingangs erwähnt haben? Die Sicherheitslage in Berlin wird natürlich immer angepasst, lageaktuell angepasst. Ich erlebe hier in Berlin zunächst einmal eine bedrückte Stimmung. Ich war gestern beim französischen Botschafter hier in Berlin, um ihn über die Maßnahmen, über die Sicherheitsmaßnahmen, die wir ergreifen, zu informieren. Ich war in der französischen Botschaft, um mich ins Kondolenzbuch einzutragen und war danach auf dem Pariser Platz, wo eine Vielzahl von Berlinerinnen und Berlinern ihr Mitgefühl ausgedrückt haben. Die Stimmung ist bedrückt. Und ich werde natürlich dieser Tage immer wieder auch gefragt, was ich Menschen etwa rate, wenn sie unmittelbar vor einer Reise nach Paris stehen. Und meine Antwort ist immer dieselbe. Ich sage ja, bitte unbedingt fahren, denn eins dürfen wir nicht. Wir dürfen uns von diesen Terroristen nicht unser Leben diktieren lassen und wir dürfen uns vom Terrorismus in dieser Art auch nicht bestimmen lassen. Frank Henkel, der Berliner Innensenator, ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Einschätzungen zur Lage. Sehr gern. Nach den Anschlägen in Paris wird die Frage nun immer lauter, wie wahrscheinlich sind solche Attentate eigentlich hier in Deutschland? Bundesinnenminister de Maizière sagte, dass die Gefährdungslage auch bei uns ernst sei. Sie sind im Visier der Fahnder, Salafisten in Deutschland. Moscheen, die in ihrer Hand sind, gelten nicht nur als reine Gotteshäuser, sondern als Rekrutierungsstätten. Der Nachwuchs für den IS, die selbsternannten Gotteskämpfer, soll hier rekrutiert werden. Experten schätzen, dass sich über 300 sogenannte Gefährder, also potenzielle Terroristen, in Deutschland befinden. Viele von ihnen sind hier aufgewachsen, aber nie richtig angekommen. Die Ursache ist vielfältig. Das sind nicht nur Versager und Jugendliche, die irgendwie diskriminiert werden, sondern es sind Jugendliche, die auf der Suche nach Orientierung und Halt. Sie wollen zu einer Elite gehören. In den Familien herrschen chaotische Zustände. Diese Gefährder werden von den Behörden erfasst und beobachtet. Auch dadurch ist Deutschland bisher von Terroranschlägen wie dem in Paris weitestgehend verschont geblieben. Denn größere Attentate wurden vereitelt oder missglückten. So wie bei den Kofferbombern von Köln, deren Sprengsätze 2006 nur nicht explodierten, weil der Zünder falsch zusammengebaut war. Beinahe hätte im September 2007 die sogenannte Sauerland-Gruppe Bombenanschläge verübt. Die deutschen Sicherheitsbehörden deckten deren Pläne rechtzeitig auf und konnten die Islamisten festnehmen. Schwer verletzt wurden 2012 zwei Polizisten in Bad Godesberg, als der Salafist Murat K. mit einem Messer auf sie einstach. Um Anschläge wie in Paris zu vereiteln, schickt die Bundespolizei jetzt verstärkt Einsatzkräfte an die Grenze zu Frankreich, intensiviert Streifen an Flughäfen und Bahnhöfen. Patrouilliert wird mit Schutzwesten und schweren Waffen. Jetzt für Sie ein Überblick über die jüngsten Entwicklungen an diesem Tag zu den Anschlägen. Ein Deutscher soll unter den Todesopfern sein. Das hat das Auswärtige Amt heute bestätigt. Allerdings insgesamt läuft noch die Identifizierung der vielen, vielen Opfer. Ein Attentäter wollte in das Stadion auch eindringen, in dem das Freundschaftsspiel Frankreich-Deutschland stattfand. Aber er wurde bei einer Sicherheitskontrolle doch ausfindig gemacht. Offenbar hatte man seinen Sprengstoffgürtel entdeckt und er wurde abgewiesen. Er verübte seinen Anschlag dann in einem nahegelegenem Schnellrestaurant. Ein Fluchtfahrzeug ist inzwischen im Osten von Paris sichergestellt worden. Die Fahndung nach Hintermännern geht weiter. Und aktuell beraten die G20-Staaten im türkischen Belek in Antalya über die Konsequenzen daraus. Auch die Flüchtlingskrise wird natürlich ein großes Thema sein. Der Schock ist groß, aber viele Menschen sagen, wir wollen uns unsere Freiheit, unseren Lebensstil nicht verbieten lassen. Im Schmerz zusammenstehen, das gibt vielen jetzt wenigstens etwas Halt. Paris am Samstagabend. Eine Stadt, die trauert und die sich ein Bild vom Unbegreiflichen machen will. Wir weinen, aber wir haben niemals Angst, steht auf einem der Plakate. Es ist die wichtigste Botschaft der Pariser, die an diesem Abend am Place de la République zusammengekommen sind.
Wenn wir ab jetzt zu Hause bleiben, dann zeigt das doch nur, dass wir schwach sind. Aber wir sind nicht schwach, wir haben keine Angst. Doch zu der Mahnwache gekommen sind nur mehrere hundert, auch weil die Polizei eigentlich ein Versammlungsverbot erteilt hatte. Dennoch, die Behörden lassen die Trauernden gewähren. Wenige Meter entfernt wollen Jugendliche mit Graffitis auf ihre Art und Weise das Geschehene verarbeiten. Frankreich war eines der ersten Länder, das für die Freiheit gekämpft hat. Der Kern meiner Botschaft ist, dass wir diesen Kampf unbedingt weiterführen müssen. An dieser Wand soll noch am Abend eine künstlerische Liebeserklärung an Paris entstehen. Doch das Paris, das Sie hier so lieb haben, ist in dieser Nacht kaum wiederzuerkennen. In der ersten Nacht seit den Terroranschlägen befindet sich Paris in tiefer Trauer und in einem Schockzustand. Der Eiffelturm ist normalerweise hell erleuchtet. In dieser Nacht bleibt er dunkel. Dort, wo normalerweise Pariser das Wochenende genießen, herrscht eine bedrückende Stille. Soldaten und Polizisten patrouillieren im Zentrum der Stadt. Ich kann mich nicht daran erinnern, diesen Platz jemals so leer gesehen zu haben. Und ich wohne schon seit mehr als 60 Jahren in dieser Gegend. Inzwischen ist es Mitternacht. Auf dem Place de la République gedenken noch immer Hunderte der Opfer. Fast fertig ist auch das Graffiti. Paris, Land der Freiheit, steht dort jetzt. An diesem Abend eine Hoffnung vieler Pariser. Wir schalten direkt nach Paris zu meinem Kollegen Dirk Emmerich. Französische Ermittler haben ein zweites Auto der Attentäter östlich von Paris gefunden. Ist damit zumindest eines klar, nämlich dass die Attentäter auch Hintermänner hatten? Ja, vieles deutet darauf hin. Aber Uli, bevor ich auf die Frage eingehe, will ich Ihnen mal zeigen, was sich hier in diesen Minuten abspielt. Das ist vor dem Café Corillon, wo 14 Menschen gestorben sind. Hier ist ein Blumenmeer inzwischen zu sehen. Es kommen immer mehr Menschen auch heute hierher zu diesem Ort, um der Opfer zu gedenken. Es werden Blumen niedergelegt, Kerzen angezündet. Es sind viele kleine Notizen zu sehen, wo man deutlich macht, wie schwer doch das alles wahrgenommen wird, was hier am Freitagabend passiert ist. Und wenn man in die Gesichter der Menschen blickt, dann sieht man sehr viel Betroffenheit. Wir sehen auch, wie Menschen weinen, wie sie sich umarmen, um sich gegenseitig Halt zu geben. Und woran man natürlich interessiert ist, und damit zu Ihrer Frage, man will wissen, wo sind die Hintermänner, wie hängt das alles zusammen? Und dass ein zweites Auto inzwischen festgesetzt worden ist, dieser schwarze Seat, nachdem über 20 Stunden lang gefahndet wurde und dort Kalaschnikows drin gefunden wurden, deutet darauf hin, dass tatsächlich eine dritte Terrorgruppe, das war befürchtet worden, dass die entkommen ist. Umso wichtiger ist es, dass die Sicherheitsbehörden, es sind ja zusätzlich bis zu 3000 Soldaten im Einsatz seit gestern, dass diese Sicherheitsbehörden nach diesen Hintermännern fahnden. Und es gibt ja erste kleine Fahndungserfolge. Der Haupttäter in der Musikhalle, der steht inzwischen fest. Es gibt einen Namen und 6 Menschen aus seinem persönlichen Umfeld, aus seinem Familienumfeld, die werden seit den Morgenstunden verhört. Man erhofft sich darauf Rückschluss, wer die Hintermänner sein können, ob es noch Helfershelfer gibt, die unterwegs sind, vielleicht sogar Hinweise auf diese dritte Terrorgruppe, die geflüchtet ist. Und auch das ist inzwischen klar, einer der Festgesetzten hat einen syrischen Pass und der ist ganz offenbar über die Balkanroute der Flüchtlinge hierher gekommen nach Frankreich. Er ist Ende August eingereist über Griechenland, dort weiter nach Serbien. Und das haben die serbischen Behörden heute erklärt, er ist dort registriert worden beim Übergang von Mazedonien nach Serbien und vermutlich weitergegangen nach Ungarn und dann Richtung Österreich. Also ein Bild auf der einen Seite diese Trauer, aber auch diese Entschlossenheit, sich nicht kleinkriegen zu lassen und erste kleine Fahndungserfolge auf der Suche nach Hintermännern. Dirk Emmerich, vielen Dank für diese zusätzlichen Informationen aus Paris. Bis nachher. Dass die Terrormiliz verantwortlich für diese fürchterlichen Massaker von Paris ist, scheint nach deren Bekennerschreiben ja offenkundig. Zwar ist es noch nicht verifiziert, doch die Handschrift der Attentate passt dazu. Und auch aus den USA heißt es, es legen keine Indizien vor, die dagegen sprechen. Wer sind diese Gotteskrieger, die weltweit Angst und Schrecken verbreiten? Ein Hintergrund dazu. Die Weltkulturerbestätte Palmyra in Syrien. Hier gab es einmal Touristen. Heute bekämpfen sich inmitten der historischen Stadt Kämpfer des IS und der syrischen Armee. Ein brutaler Krieg.
Unvorstellbar das Ausmaß der Zerstörung, Moscheen innerhalb von Stunden verwandelt in Ruinen, wie auf diesen Satellitenbildern zu erkennen. Millionen sind bereits geflüchtet. In der Verzweiflung ließen viele Syrer ihre Autos einfach an der Grenze zur Türkei zurück. Innerhalb weniger Monate gewann die sunnitische Terrorgruppe die Kontrolle über große Teile Syriens und des Irak. Das Gebiet ist vergleichbar mit den Ausmaßen von Großbritannien. Täglich ändert sich der Einflussbereich, täglich sterben Menschen. Das Ziel von IS ist es, ein Kalifat für sunnitische Muslime zu errichten. Die Gruppe will zwar wie ein Staat funktionieren, regiert jedoch bewusst mit einer Schreckensherrschaft. Bilder von Massenexekutionen irakischer Soldaten geistern durch soziale Netzwerke. Die Botschaft: entweder du bist für uns oder du hast keine Chance zu überleben. Ihr Anführer ist dieser Mann, al-Baghdadi, Anfang 40. Auch der neue Osama bin Laden genannt. Gegründet hat sich der IS als kleiner Al-Qaida-Ableger vor etwa 12 Jahren im Irak. Sein Ziel war es zunächst, die US-Truppen zu bekämpfen. Während Al-Qaida weiterhin vor allem den Westen terrorisiert, lag der Fokus des IS zunächst auf dem Nahen Osten. Inzwischen gibt es weltweite Ableger und Sympathisanten, zum Beispiel Boko Haram in Nigeria. Doch warum ist gerade der IS so durchschlagskräftig? Das Finanzierungsmodell der Terrorgruppe gilt als einer der Gründe. Der IS macht Geld mit dem Verkauf von Öl aus dem Irak. Auch westliche Staaten tragen zur Finanzierung bei. Für ausländische Geiseln werden Lösegelder gezahlt. Denn fließt kein Geld, dann scheut der IS auch nicht vor der grausamen Hinrichtung von Geiseln zurück. So wie zum Beispiel im Fall des amerikanischen Journalisten James Foley. Der IS zwingt außerdem Syrer und Iraker, Steuern zu bezahlen. Er plündert Banken und erobert Armeestützpunkte. Und offenbar erhält er auch Geld von Unterstützern in Katar und Saudi-Arabien. Grund für die Unterstützung ist der Krieg zwischen Sunniten und Schiiten. Die Sunniten, hier dunkelgrün, sind in der islamischen Welt insgesamt in der Mehrheit. Zu ihnen zählt auch der IS. Im Irak und im Iran dagegen sind die Schiiten in der Mehrheit. Das sorgt für Spannungen. Der Konflikt hat historische Ursprünge. Die Sunniten, aus denen sich der IS rekrutiert, betrachten die Schiiten als Abweichler von der wahren Lehre des Islam. Ein Konflikt, der durch den Vormarsch des IS nun erneut eskaliert. Der Vormarsch des IS und was passiert auch im nächsten, in der Zukunft in Syrien. Darum geht es ja auch beim G20-Gipfel aktuell in der Türkei. Da haben wir schon drauf geblickt und wir sehen hier gerade auch die Live-Bilder, die uns erreichen. Der türkische Staatspräsident Erdogan empfängt hier alle Teilnehmer, die Staats- und Regierungschefs von 20 Staaten, auch teilweise der Schwellenländer, eben zum gemeinsamen Foto. Das ist der Auftakt sozusagen der Beratungen. Die werden natürlich in der großen Runde fortgeführt. Bislang hatte es schon einzelne Gespräche zwischen den Teilnehmern gewesen. Etwa Präsident Putin wollte sich etwa mit dem indischen Vertreter sprechen. Obama hat mit Erdogan sein Gespräch geführt. Das haben wir hier in Teilen auch schon gesehen. Putin, auf den gucken wir natürlich ganz besonders, Antonia Rados, zumal Russland sich nun eingegliedert hat in diesen Antiterrorkampf. Aber natürlich haben wir schon uns in der letzten Zeit gefragt, welche Ziele verfolgt Putin eigentlich? Ist das ein Ziel gegen den IS? Eher nicht in erster Linie. Nun, in erster Linie, und das hat Putin auch relativ klar immer gesagt, will er, dass das Regime von Präsident Assad in irgendeiner Form erhalten bleibt. Sei es auch nur als eine Art Protektorat, und das garantiert den Russen ja auch einen Hafen in Latakia, heißt der einzige Hafen, den Russland außerhalb von seinem Festland Russland hat. Für Russland ist das also sehr wichtig, und es hatte immer im Nahen Osten in seiner Geschichte in irgendeiner Form einen Fuß in dieser Region, und das möchte es offenbar weitermachen. Geopolitisch wichtig, ja. Und Russland ist auch etwas erstarkt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Russen eine nicht sehr konstruktive Rolle spielen, denn Assad ist ja auch einer der Brandstifter in diesem Konflikt in Syrien, neben dem Islamischen Staat. Insofern ist der Eintritt von Russland mit einer Verstärkung des Militärs, hat das zu einem neuen Kapitel dieses Konfliktes geführt, militärische Interventionen, aber nicht unbedingt eine Lösung. Weil wir eben gerade dem Präsidenten der Türkei
gesehen haben, Erdogan, der eine zunehmend wichtige Rolle in der Befriedung oder in der möglichen Befriedung der Konflikte hier spielt. Was kann die Türkei für uns alle damit erreichen? Bringt letztlich auch seine Politik uns dazu, uns am Ende sicherer zu fühlen, auch in einer Großstadt wie Paris? Im Moment sieht es so aus, dass Europa Erdogan und die Türkei mehr braucht als die Türkei uns. Daher auch der Besuch von Bundeskanzlerin Merkel und jetzt auch bei diesem G20-Treffen wird Erdogan eine sehr wichtige Rolle spielen. Ein Land, die Türkei, das grenzt an Syrien und gleichzeitig ist es das Land, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen, wo die meisten syrischen Flüchtlinge aufgrund der geografischen Nähe dann nach Griechenland übersetzen. Daher also ein Kernland, ein wichtiges Land, das dort eine Rolle der Stabilisierung spielen wird in der Flüchtlingsfrage, aber auch bei eventuellen Lösungen der Syrien-Krise kann man die Türkei eigentlich nicht übersehen. Ja, ganz wichtig, Antonia Rados, vielen Dank. Und wir haben eben ja schon den US-Präsidenten gesehen und er hat sich ja auch schon beim G20-Gipfel in der Türkei geäußert. Ihm ging es natürlich auch um die Anschläge in Frankreich und es ging ihm darum auszudrücken, wie groß seine Anteilnahme ist. Well, let me begin by thanking Zunächst einmal möchte ich Präsident Erdogan und dem türkischen Volk und den Bewohnern dieser wunderbaren Stadt dafür danken, dass sie hier das G20-Treffen ausrichten. Traditionell ist das G20-Treffen primär auf wirtschaftliche Themen konzentriert, die die ganze Welt betreffen. Aber wie Präsident Erdogan ja bereits gesagt hat, hat sich der Horizont verdunkelt durch die terroristischen Angriffe, die in Paris vor anderthalb Tagen stattgefunden haben. Wie es ja schon der Fall war bei den furchtbaren Anschlägen in Ankara, ist das Töten von unschuldigen Menschen auf der Grundlage einer falschen Ideologie etwas, was verurteilt werden muss. Es ist nicht nur Frankreich, es ist nicht nur Türkei, sondern es ist ein Angriff gegen die zivilisierte Welt an sich. Hedef alan bu saldırılar sadece Fransa'ya, sadece Türkiye'ye değil, bütün insanlığa karşı yapılmış saldırılardır. And as we, I'm sure Und each said to President Hollande, ich bin mir ganz sicher, dass jeder Präsident Hollande angesprochen hat und das französische Volk als Ganzes, dass wir alles tun werden, um an ihrer Seite gegen diese Angreifer zu kämpfen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Die Türkei ist immer ein starker Partner der USA und der anderen Mitglieder der Koalition gewesen und hat alle Aktivitäten, ob jetzt in Syrien oder in Irak, immer mitbegleitet. As a NATO ally, als NATO-Alliierter haben wir zusammengearbeitet, um auch wirklich auf Druck auszuüben auf diese Situation und den IS zu bekämpfen und dafür zu kämpfen, dass das Leiden der Menschen in Syrien ein Ende findet. NATO'da bir müttefik olarak IŞİD'e karşı yapılan mücadelede Türkiye çok önemli bir ortak olmuştur. Aynı zamanda Suriye'deki bu felaket ortamı gidermek için de önemli bir ortak olmaya devam etmektedir. So the discussion we had today, die Diskussion, die wir heute hatten, war sehr hilfreich und wird uns helfen, weiter zu koordinieren.